Herzlich willkommen aus dem sonnigen Berlin. Wir drehen heute einen ganz besonderen Car-Talk mit einem Gast, dem ich schon lange versprochen habe, ihn hier in Berlin zu besuchen. Er ist 33 Jahre alt, betreibt einen Kiosk, hat eine Ausbildung zum Bademeister, Ausbildung beim Herrenausstatter, Ausbildung an der Tankstelle. Er war der Einzige, der bei Wer wird Millionär über 3 Sendungen mit Günther Jauch gespielt hat. Er hat Promi Big Brother gewonnen, ist in Deutschland eine feste YouTube-Größe und hat bei Brabus ein Praktikum gemacht. Wir drehen heute einen Car-Talk mit Aaron Troschke und reden darüber, wie er der geworden ist, der er ist und was er aktuell so vorhat. Und jetzt gehen wir mal rein. Na, mein Lieber, willkommen im Kiosk. Schön, dich zu sehen. Wir fahren heute Auto, oder? Vom Autofahren kurzen? Kurzen. Troschke, du weißt doch, ich bin mit dem Thema Alkohol schwierig unterwegs. Die 0%-Version, die gibt es leider nicht. Aber hier gibt es nur Alkohol und Naschi. Wir haben den perfekten Kleinwagen dabei für Berlin-Mitte. Und wie immer beim Car-Talk, lieber Aaron, fährt der Gast. Das heißt, du bist heute unterwegs im Brabus Masterpiece auf Basis Maybach. Wenn ich einen rechts von links verpasse, wie teuer wäre es dann? Naja, also, ich würde sagen, wir schaffen das. Okay, also. Wir schaffen das. Ach, guck mal hier. Boah, wie der riecht. Wo fasse ich denn an, um zuzumachen? Hier, hinter dir. Ach so, ja, sorry. Oh, Konstantin. Ich hätte mich auch über einen Brabo Smart gefreut für Berlin. Ja, aber. Oh, aber der riecht so gut. Schön, ne? Der riecht so wie so ein richtig leckeres Naschi. Und Aaron, Danne, das Thema heute ist, zeig mir dein Berlin. Ich zeig dir mein Berlin. Ja. Hier ist mein Kiosk. Und jetzt direkt um meinem Kiosk gibt es was ganz Tolles. Komm, fahr mal raus, Mutti. Fahr mal raus. Ich bin da so ein bisschen erschrocken bei dem Auto, weil es ist ein schönes Auto. Hier, dieses Haus ist mein Haus, wo ich groß geworden bin. Die 24, da siehst du auch wahrscheinlich welches mit dem Kiosk. Da unten ist jetzt unser Büro drin. Ja. Und das Haus da drüben bin ich wirklich mit meiner Mutter 35 Jahre. Ich dann die 33 Jahre da gewesen, konnte es sehr gut kaufen mit Hinterhaus. Das ist meine Altersvorsorge. Aber das heißt, das hier ist deine Hood? Das ist meine Hood. Du bist auch in Berlin geboren? Ich bin Berliner, wir können auch anders reden, wenn du willst. Ja. Hier war früher ein Tengelmann Kaisers, hieß es bei uns. Da hatte ich mal ein Jahr Hausverbot, weil ich beim Klauen erwischt wurde. Aber ganz schlau geklaut, weil früher war es so, wenn du in einem Pfandautomaten, damals waren die noch nicht so technisch, einen leeren Kasten reingemacht hast und 4 volle Flaschen, hat der Automat gedacht, das ist ein Lehrer vom Gewicht und hat dir das Geld ausgezahlt. Ja. Bloß ich und mein Kumpel waren zu gierig, haben 20 Kästen durchgeschoben und hinten stand wo einer, der gesagt hat, was ist denn da los? Warum machen die das denn so? Wie alt warst du da? Ja, schon so alt, dass man gar nicht mehr so dämlich sein darf. Ich glaube 17 oder 16. Und jetzt, sorry, das muss ich sagen, das ist der verrückteste Kreisverkehr der Welt, sagt der Kollege auch von der Fischerakademie, weil es ist ein Kreisverkehr, aber hier gibst du auf einmal Vorfahrt, weil jetzt muss ich den Kollegen lassen, dann habe ich wieder Vorfahrt und hier fahren alle Fahrprüfer lang. Guck, Fahrschule vor uns, ja. weil man wirklich das, boah, ich finde das geil, wenn du in den Kurven fährst und der dich stabilisiert, hier Vorfahrt und hier gibst du wieder Vorfahrt. Boah, das ist aber fies. Ja, das ist sehr fies. Da sind auch sicher sehr viele Prüfungen. Ich habe tatsächlich, witzigerweise, vor einiger Zeit, das war ein Video mit Hamid Mossadegh gedreht. Und am Ende hat er so eine fiese Prüfung dabei, wo ich tatsächlich meine Führerscheinprüfung nochmal machen musste. Oh, gemein. Ich habe, also dann kriegst du so ein iPad und ich habe total Glück gehabt und 10 von 10 Fragen richtig beantwortet. Aber er hatte das 3-4 Mal vorher durchgespielt und war immer durchgefallen. Ja, aber lass uns mal vorne anfangen. Ja. Wer ist Aaron Troschke? Boah. Hier sind mal diese ganz angenehmen, ja, das ist eine schwere diese Frage. Ganz angenehmen Fragen zuerst. Aaron Troschke, ich bin 33 Jahre alt, komme aus Berlin, bin vom Beruf, ich sage immer einfach, weil es Medienhampelmann. Vom Beruf schwerziehbar. Ja, ja, also ich mache eigentlich, ich kann immer nur sagen, ich kann nicht sagen, was ich beruflich mache, aber ich gehe wirklich von 5 Tagen die Woche, wahrscheinlich sind es immer eher 7, aber ich sag mal 5 Tage, 4,5 mit richtig guter Laune zur Arbeit. Der 1,5 Tag ist Steuernfinanzamt, kennst du sicher. Da geht die gute Laune mal runter, egal wie gut es läuft. Du hast eine Ausbildung zum Bademeister. Warum Bademeister? Na, weil meine beiden großen Brüder es geworden sind. Und dann dachte ich so, ja komm, kann ich es doch auch werden. Ja. Weil du wolltest meine Physiotherapeut werden? Nee, ich wusste gar nicht. Mann, ich finde, es ist eine Frechheit, mit 16 von jemandem zu verlangen, zu entscheiden, was du dein Leben lang machen willst oder was du werden willst. Ist eine Frechheit. Mit 16 wusste ich nicht mehr, da habe ich noch Lego gespielt. Aber gut, du hast dich ja auch konsequent dann noch mal ein paar Mal umentschieden. Die Positivformulierung ist konsequent weiterentwickelt. Ja. Und hast dann eine Ausbildung gemacht an der Tanke. Genau, zum neben Unionstadion als Einzelhandelskaufmann, weil ich dann mitgekriegt habe, ich kann nicht viel, aber ich kann gut drehen oder viel drehen. Und da habe ich mitgekriegt, Handel liegt mir, habe mich dann an der Tanke beworben, weil es war ja auch so, das ist ja alles so verrückt gewesen. Eigentlich war es so, ich hab nebenbei bei Tengelmann Kaisers gearbeitet. Mhm. Wurde beim Clown erwischt, wie ich erzählt hatte, bin da rausgeflogen. Bin dann, mit 16 hatte ich schon eine Yamaha DT, bin Motorrad gefahren, A1. Bin dann
Also dann hieß es so, ja, du wurdest bei einer anderen Fiale beim Clown erwischt, komm nochmal ins Büro. Und ich sag immer, wenn du Dummheit machst, musst du dich gerade machen. Bin wie ein Mann hin und habe mir meine Kündigung persönlich Auge in Auge abgeholt. Wo ja. Der Kollege schon, der mich gefeuert hat, der Oberchef von der Abteilung oder so, gesagt hat, Respekt, dass du kommst. Spricht schon mal für dich, aber du hast geklaut, du bist raus. Ich so, vollkommen okay. Bin dann mit dem Motorrad nach Hause gefahren. Also was hast du, Standardfrage, was hast du gelernt? Nicht klauen. Nicht klauen. Und dann fahre ich mit dem Motorrad nach Hause, stehe an der Ampel, gucke rechts, sehe einen Pizzaladen. Wir suchen Fahrer. Ja. Abgestiegen rein, sage, ey Leute, ich suche einen Job, ich habe Motorrad, kann Roller fahren. Haben die gesagt, fang morgen an. Habe ich wirklich so war es, dann am nächsten Tag angefangen. So, was ist damals, das wissen die, also deine Zuschauer sind ein bisschen älter, aber die Jugend versteht es ja nicht mehr. Früher gab es keine Navis. Ja? Ja, klar. Da musstest du Karte lesen können. So. Oder dich richtig gut auskennen. Genau, und ich kannte mich kaum aus und dann habe ich da angefangen auszufahren und habe manchmal sehr lange gebraucht. Also wirklich sehr, sehr lange. Ja. Mir regelmäßig, also in Top-Schichten habe ich nicht so viel verdient, wie viel Pizzen ich Strafe zahlen musste, weil ich zu langsam war. Weil ich musste, in Berlin gibt es ja die ganzen Haltestellen, regelmäßig an die Haltestelle ranfahren, mich nochmal orientieren. Ganz schlimm. Oder der Pizzabäcker Ali, lieber Mann, wenn dir sagt, ach, ist ganz einfach, links, links, rechts, geradeaus, links. Dann fährst du los und denkst, was war nochmal los? Ja. Also weiß ich auch noch einmal, einen ganz scheiß Arbeitstag gehabt, glaube ich, um null gearbeitet, fahr tanken. Ja. Bin an der Tankstelle tanken, hab keinen Bock mehr auf Pizza fahren, steht an der Tankstelle ein Schild, wir suchen Mitarbeiter. Ich so, ey, ich hab Bock. Pizza fahren auch gehört, an der Tanke angefangen. Und dann, Tanke hat mir gelegen, der Ausbilder, Herr Heinert, war ein super Typ, hat dann noch eine Tanke neben dem Unionsstadion aufgemacht. Und dann habe ich da meinen Einzelhandelskaufmann gelernt. Und dann kam irgendein Kunde und sagt, ey, du verkaufst mir irgendeine Scheiße, bist nett, sympathisch, kannst drehen. Ich habe einen Herrenausstatter in Berlin aufgemacht, willst du da hinkommen? Ja. Habe ich gesagt, ja, nur wenn ich meine Lehre nicht neu anfangen muss, hat er geklärt. Und dann habe ich mehr Geld verdient. Das heißt, du hast deinen, was war das, Einzelhandelskaufmann? Einfach die Lehrjahre mitgenommen. Fertig. In welchem Jahr warst du? Im zweiten, dann bin ich noch ein Jahr Herrenausstatter gewesen. Und dann war schon die Zeit, wo ich immer nachts aus in der Disco war und beim Kiosk regelmäßig frühs mit dem Kollegen Ibi und Achmed gebackt habe und alles. Und dann irgendwann gesagt habe, komm, will ich machen, will ich glücklich sein. Irgendwann hat er gesagt, ich verkaufe den Laden. Habe ich gesagt, ich kaufe. War damals... Ja, warte. Ja, ich hier langsam. Ja. Also, da gab es einen Back- und Snackshop. Ja, genau. So. War mal eine Kette wie Kamps. In dem warst du häufig. Da war ich sehr oft. Da habe ich sogar als Lehrling angeschrieben und durfte anschreiben und so, weil es eben in meiner Hut war, der Laden. Genau. Und irgendwann ist der dann verkauft worden. Nee, er will verkaufen, er hat keinen Bock mehr, weil er eben aus einer Gang in Berlin kam, wo der Umsatz vom Kiosk ein bisschen egal war. Okay, alles klar. Auf jeden Fall hat jemand am Ende diesen Kiosk verkauft. Ja. Und du hast gesagt, weil was ja eine völlig natürliche Entscheidung ist, kaufe ich. Ja, weil mir hat Spaß gemacht, mit Leuten zu reden, so ein Laden um die Ecke bei Muttern. Ich wusste, ich kann das. Ja, trotzdem, wie alt warst du? 21. Es ist ja jetzt keine normale Entscheidung für einen 21-Jährigen, dann zu sagen, komm, Schlitzverkauf, mach ich jetzt. Naja, aber für mich war es total normal, weil ich wusste, ich will nicht Angestellter sein. Ja. Ich wusste, ich kann gut verkaufen und ich wusste, es läuft. Also ich war mir klar, es ist viel Arbeit und das hat mich auch sehr früh geprägt, weil ich in dem Laden am Anfang dann gelernt habe, wenn du es nicht selber machst, macht es keiner. Mitarbeiter schön und gut, ganz viele tolle. Nina damals, die letzten Mitarbeiter. Aber auch wenn Nina mal einen schlechten Tag hat und dann irgendwas vergisst, bist du der es machen muss. Hast du Vorbilder zum Thema Selbstständigkeit gehabt? Nee, gar nicht. Also, gar nicht. In meiner Familie keine Selbstständigen. Ja. Alles Arbeiter. Ich habe eine sehr tolle Familie, aber keine Selbstständigen. Ich wusste einfach, ich will es machen und bin damals da rangegangen will mir irgendein kleines Standbein aufbauen. Und wie haben deine Eltern, hat deine Familie reagiert? Alle haben gesagt, lass den Scheiß, außer meinen großen Bruder, weil ich natürlich nach Geld gefragt habe. Ich musste, ich glaube, damals waren es 30 Abschlagzahlen plus Inventar. Und Inventar hat er mir sehr viel kostenlos gegeben. Nur Zigaretten, aber alleine so ein Zigarettenregal damals war viel größer, viel mehr Marken, waren auch nochmal 30. Und dann habe ich mir 30.000 Kredit genommen und mein großer Bruder Markus, danke für alles, hat gesagt, ich gebe dir 30, ich leih dir. Und wer Teilhaber, auch nicht irgendwie Zahl ab, Teilhaber und geh für dich immer einkaufen. Der ist dann immer für mich in die Metro oder Selgos gefahren und hat dafür einen 400-Euro-Job damals gehabt oder was das auch war, D-Mark, keine Ahnung. Okay, und so bist du eigentlich in das Thema selbstständiges Arbeiten reingerutscht. Und das war das Beste. Klar, mit meinem... Wem erzähle ich? Aber das ist eben logisches Mitdenken. Lernst du am besten, wenn jeder Fehler dir im Portemonnaie wehtut. Ich mache immer noch meine vorbereitende Buchhaltung selbst. Für mich als Person. Tatsächlich? Für mich als Aaron. Nicht als Unternehmen, nicht Kiosk. Das macht alles Nicole. Vielen Dank da an Sie. Aber für mich als Aaron mache ich die selbst, weil ich sage, es sind jetzt auch noch nicht so viele Rechnungen. Ich will wissen, was reinkommt, was rausgeht. Überblick haben, ist alles reingegangen, rausgegangen. Ich lasse mir auch von allen Startups oder Firmen, wo ich was zu sagen habe, jeden Monat die BWA schicken. Okay, lass uns mal über Wer wird Millionär reden. Hier hatte ich als Kind Schwimmen. In der Thomas-Mann-Straße, Schwimmhalle. Ja? Ja. Ich
Ich bin ein furchtbar schlechter Schwimmer. Ich bin ein sehr guter Schwimmer. Oh, echt? Ja, ja. Ich bin ganz, ganz schlechter. Ich würde gerne schwimmen, tut mir auch total gut. Aber ich bin wie so eine... Aber du musst doch locker einen Pool bei dir mit Gegenstromanlage und sowas haben. Ja, nee. Ich bin ganz furchtbar. Wie so ein halb sinkendes Möbelstück. Okay. Also ich wie so ein Wal ohne Flossen. Okay, gut. Dann machen ganz wir die mal nächstes Mal ins Schwimmbad. Ganz furchtbar. Anyway, Wer wird Millionär? Jetzt, wie bist du denn da hingekommen? Wer wird Millionär? Also ich hatte den Kiosk und mein bester Freund Sören und ich haben uns dann immer versucht, regelmäßig trotzdem zu treffen, weil ich war morgens bis abends im Kiosk, muss man ehrlich sagen. Und dann haben wir einen Boxkampf geguckt von Felix Sturm. Und bitte nicht zu Hause nachmachen, aber ich erzähle die Geschichte, wie sie war. Wir haben geguckt und haben, wir wollten danach noch feiern gehen. Und habe ich gesagt, okay, immer wenn Felix Sturm einen auf die Fresse kriegt, trinke ich einen kurzen und wenn der andere du. Und dann haben wir uns einen reingezimmert. Wahrscheinlich schön 12 Runden, ne? Ja, 12 Runden und Felix Sturm hat richtig kassiert. Ja. Und ich mir schön einen reingezimmert. Und dann war ich schon gut dabei. Und dann ist mir eingefallen, dass ich 2 Tage vorher mit einer guten Freundin essen war, Charlotte, und die erzählt hat, ich habe mich bei Wer wird Millionär beworben, aber die nehme ich nie. Und dann habe ich im betrunkenen Zustand mein Handy genommen, bin auf die Endemolk Wer wird Millionär Casting-Seite gegangen und habe mich beworben. Und du musst mit PayPal immer 1 Euro zahlen. Und ich habe hinterher Leute bei Wer wird Millionär kennengelernt, die haben 500.000 Euro ausgegeben, um darauf zu kommen, weil die sich so oft beworben haben. Ich hatte das Glück, einmal im Suff beworben. 1 Euro. 1 Euro. 2 Wochen später stehe ich im Kiosk. Kiosk-Bunker, ganz schlechtes Funkloch. Ja, hallo? Ja, hier ist Jenny von Endemol. Da bin ich immer noch sehr dankbar. Musstest du dann, wie lief diese Bewerbung ab? Genau. Musst du ein Video schicken? Erstmal war ich erschrocken. Und dann sagt sie so, wir machen gleich mal zum Test 5 Fragen. Ja, 5 Fragen zum Test, dass wir mal gucken vom Allgemeinwissen. Ich versuche die zusammenzukriegen. Denk 10 Jahre bitte zurück. Ja. Von wem hat sich Johnny Depp getrennt zu der Zeit? Ja, ich habe überhaupt keinen. Das wird ganz furchtbar. Ich war im Kiosk. Bei der 100-Euro-Frage würde ich sofort rausfliegen. Wüsste ich auch nicht. Hätte ich nicht den Kiosk gehabt und hätte aus Langeweile die ganzen Klatschmagazine genäht. So Vanessa Paradiso. War gar kein Problem. Man darf nicht vergessen, meine Mutter ist Lehrerin. Dann war die nächste Frage, nennen die Stieg-Larsson-Romane. Damals waren es 3. Vergebung, Vergeltung, Verblendung. Gut, oder? Ich finde die Romane mega gut. Auch die neugeschriebenen sind stark. Und ich finde, die richtig ist ja sozusagen, er ist ja gestorben und dann hat jemand anders in seinem Stil weitergeschrieben. Ich liebe aber auch diese Filme, aber die amerikanischen, sondern die schwedischen. Sehr stark. Mega geil, Leute. Wenn ihr es nicht gelesen habt, Millennium-Trilogie. Bombastisch. Bombastische Filme, total schöne Bücher. Das erste ist ein bisschen, ne, da musst du so ein bisschen... Musst du ein bisschen dranbleiben. Ne? Ja. Und aber irgendwann checkst du, wenn du die Komplexität checkst. Guck mal, ich krieg Gänsehaut. Krimis. Sobald Lisbeth Salander loslegt, Bombe. Einer meiner absoluten Lieblingscharaktere aus Büchern. Ja. Ever. So auf einem Niveau mit Winnetou und Harry Bosch. Genau, dann, dann ging es irgendwas mit Boyband. Ich glaube, zu der Zeit kamen die Backstreet Boys gerade zurück. Welche Boyband nimmt gerade ein Comeback? Backstreet Boys. Und die anderen 2, muss ich dir sagen, habe ich leider vergessen. Ich weiß nicht mehr, was das war. Dann, okay, ich melde mich wieder. Ist immer so, okay, ich melde mich wieder. Ein paar Tage später, ey, Herr Troschke, war witzig, lassen Sie uns noch mal ein bisschen länger telefonieren und dann erzählen Sie ein bisschen von sich und dann stelle ich Ihnen noch mal 10 Fragen. Mhm. Und dann war so ein Telefoncasting, hier war damals meine Agentur WeChiro, die ich mit PJ hatte. Auch so ein Thema. Was noch sicher später kommt. Auf jeden Fall, bam, ich ein bisschen erzählt, wusste aber natürlich, wenn du den Leuten was Witziges erzählst, also du, bei so einem Casting musst du dich spannend machen. Die Dame am Telefon muss mindestens 5-mal lachen, sonst hast du keine Chance. Wenn du so langweiligen Kram erzählst oder deinen Mund nicht aufnimmst, machst. Sagt Aaron damals, der Kioskbetreiber. Ja. Ne? Ja, natürlich. Aus der 21-jährige Kioskbetreiber aus Berlin. Das ist ja nur auch wieder nicht selbstverständlich. Ja, aber das so. Und ich wusste haargenau, ey, ich glaube, hinterher muss ich auch gestehen, ich habe dir ein paar Kiosk-Anekdoten erzählt, die gelogen, aber witzig waren. Weil du musst auffallen. Ja. Und dann hat sie mir die 10 Fragen gestellt. Da hatte ich glaube, 7 von 10 richtig. Und ich muss sagen, ich werde jetzt nicht sagen schlau, aber meine Mutter hat immer gesagt, du musst lesen, Aaron. Die hat mir alles reingeknüppelt. Ja. Ich musste Harry Potter lesen, bevor ich es gucken dürfte. Also meine Mutter ist eben Lehrerin, meine Mutter ist aber Lehrerin für schwer erziehbare Kinder. Das heißt, wenn in Berlin wieder irgendwas... Passt auch. Aber wenn du in Berlin wieder siehst, irgendwelche Jugendlichen haben sich gekloppt und zwar böse, sind die wahrscheinlich 3 Monate später bei meiner Mutter und versuchen, den Hauptschulabschluss zu machen. Ja. Und deswegen meine Mutter ist so ein bisschen immer die Sendung mit der Maus. Kriege ich auch gerade bei meinen Neffen und Nichten mit, die erklärt die Welt, was wunderbar ist. Und dann, hier, dann weiß ich nur noch, dann hieß es so, Herr Troschke, Sie sind, eigentlich würden wir Sie sofort in die Sendung nehmen. Du bist spannend. Wir haben aber einen, der ist genauso spannend wie du. Und du musst jetzt eine Stichfrage gegen die machen. Ich rufe euch beide gleichzeitig an. Das heißt, sie hat euch beide in den gleichen Anruf genommen? Damals, glaube ich, hat sie noch 2 Handys ineinander gelegt, weil ich glaube, da ging das alles noch nicht.
Und dann stelle ich euch eine Frage. Und Nokia 6210. Wahrscheinlich so. Dann war es so, ich am Telefon, der Kollege am Telefon auch noch so, ja, sagen Sie sich doch mal hallo. Ja, hallo. Also es ist richtig unangenehm eigentlich, weil du weißt, nur einer überlebt. So, und ich, meine Mutter Lehrerin, und bei meiner Mutter gab es die Regel, es muss eine Weltkarte im Zimmer sein. Ja. Dann stehe ich in meinem Kinderzimmer, die Frage kommt, ich aufgeregt stehe, lehne an der Wand, da die Weltkarte, nenn zwei Nachbarländer von Brasilien. Bup, bup. Durch. So viel Glück konnte man nicht haben. Ja. Die so, okay, Herr Troschke, Glückwunsch, nächste Woche sind Sie dabei. Und dann war ich bei Wer wird Millionär. Witzig. Dann ist ja was ganz Besonderes passiert, nämlich du bist der einzige Kandidat. Bis jetzt, ja. Bis jetzt, der über drei volle Sendungen mit Günther Jauch gespielt hat. Dafür hat Günther Jauch später eine Nominierung für den Grimme-Preis. Leider nicht gewonnen, ja. Was ist denn da abgegangen? Bei Wer wird Millionär werden immer drei Sendungen aufgezeichnet. Ja. Am hier Montag drei Sendungen und dann macht er die hintereinander weg. Glück ist, wenn natürlich die Sendung vor dir mit jemandem aufhört, der entweder verliert oder gewonnen hat und aufhört. Weil dann startet die neue Runde mit einer neuen Runde. Ja, und nee, Moment, das muss ich jetzt nochmal erklären. Na, bei Wer wird Millionär geht ja, hast du ja immer den Überhang. Weißt du, wenn die Sendung vorbei ist, sagen wir mal, Konstantin, bis nächste Woche, dann spielen wir weiter. Ja. Also ist ja Jackpot, wenn deine Folge keinen Überhangkandidaten hat. Ja. Und genau in der Folge, ich war in der Ach so, dritten. Also wenn du quasi mit einer, du kannst als direkt am Anfang kannst du einsteigen. Genau, wir konnten ja. den, also ja, wir ja, hatten, ja. die Sendung ging nicht los und da saß noch einer, genau. sondern Günther Jauch kam raus und hat eine Frage gestellt. Dann war ich in der dritten Sendung an dem Tag. Und dann ging's los ins Studio, dann lernst du Günther ja auch einmal kennen, so Pillepalle, alles ganz nett gemacht. Aber das heißt, du hast erstmal diese Frage gegen die 10 Leute. Genau. Auch noch ja, hinbekommen. Ja, es war so. Natürlich checkst du sitzt mit denen in einem Raum, checkst du, wer ist schlau, wer ist nicht schlau. Mhm. Oder wer ist schnell nicht. Und es war zu einer Zeit, da waren Touchpads und so noch nicht so drin. Ja. Das heißt, ohne gemein zu sein, so eine Omi und so wusste ich ja genau, die kommt doch gar nicht mit dem Tippen klar. Ja. Ohne gemein zu sein. Da war eine junge Studentin, wo ich dachte, oh, die kann mich fertig machen. Und dann war es so, die zweite Sendung hört mit einer Kandidatin auf, die sagt, ich gehe nach Hause. Dann kommt dieses Matdown, Günther Jauch moderiert Wer wird Millionär ab. Du weißt halt genau, geil, wir starten mit einer neuen frischen Runde. Ja. Günther Jauch kommt rein. Ich muss sagen, mich fällt gerade ein, gestehen, es waren nur 5 Gegner. Da sind sie schon von 10 auf 5 mit gegen die du dich durchsetzen musst. Und dann kommen wir rein, Günther Jauch stellt eine neue Frage. Borussia, und ich will los, Dortmund, such Dortmund. Auf einmal sehe ich so, scheiße, München, Gladbach. Bumm. Frage vorbei. Günther Jauch zieht, gewinnt diese Studentin, die schneller ist als ich. Mhm. Spielt, fängt an zu spielen, ich schon fix und fertig, total traurig. Dann kriegt sie eine 4.000-Euro-Frage, 8.000-Euro-Frage, 8.000, nee, ich glaube 8.000 so. Wie heißt Lana Del Rey richtig? Lana Del Rey. Ja, ist eine Sängerin, wusste ich aber auch nur wieder aus meinen Klatschzeitungen. Und ja. das ist für mein Karma ganz böse. Auf einmal sie so am Raten und geht auf den falschen Namen. Und ich so, ja, 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 sie fliegt raus. Was soll ich sagen? Ich muss ehrlich sein. Jetzt sind wir übrigens gerade am Alexanderplatz. Ja. Das ist einfach schön Berlin. Ich zeige dir jetzt auch ein bisschen Berlin. Weil Berlin hat ja keine Mitte. Für viele ist es der Kudamm. Ja. Für mich ist es der Alex. Für andere ist es der Potsdamer. Okay. Also es ist eben Berlin riesengroß. Ich finde Berlin, es ist ja, wenn du nach Berlin kommst, hast du schon Hauptstadt-Feeling. Ja. Ne? Es ist ja alles einfach nur mal viel breiter und größer als zum Beispiel in Städten wie Hamburg, Düsseldorf. Selbst im Vergleich zu München ist das hier was anderes. Ja. Egal, wo du nach Berlin fährst, immer 45 Minuten. Ja, und auch, man sieht es ja jetzt hier, ne? Ja. Es ist schon alles nochmal eine Dimension. Und du weißt ja etwa, wo der Kiosk war, da habe ich als Kind gewohnt. Du weißt, wie lange wir gerade schon gefahren sind. Ich hatte hier mal nach Arbeit einen Kolbenklemmer mit der DT. Schön von hier aus bis nach Hause schieben. Das ist wahrscheinlich 2 Stunden laufen. Ja, ja. Auf jeden Fall warst anyway, du, sie ist rausgeflogen. Ich, wow. Zu der Zeit hat, also da siehst du mal, wie lange es her war. Zwischendurch hatten wir Trump und alles. Zu der Zeit hat Barack Obama sich wieder wählen lassen in den USA. Mhm. Und dann war die nächste Frage, sortieren Sie Präsident, Vize, Herausforderer, Vize. Und das wusste ich, weiß ich jetzt nicht mehr, wusste ich und war schnell, war mir aber dann trotzdem nicht so sicher. Und dann gucke ich eine neben mir auf dem Pult und da siehst du, sie war langsamer, aber sie hat das Gleiche. Und ich dann so, bist du dir sicher? Und sie so, ja, ist okay. Und dann sagt Günther ja auch, okay, wir gucken mal. Und dann siehst du da eben die 4 Namen, die noch da waren, weil ja eine Dame schon rausgeflogen ist. Und dann sehe ich die Zeit bei mir, es blinkt grün, meine Schwester war meine Begleitung. Und ich bin mit meiner Familie sehr, sehr close. Auf einmal blinkt ihr Name grün. Mein Name grün, meine Schwester schreit. Und diesen Schrei habe ich immer noch
im Nacken. Es gibt so Sachen, die vergisst du dein Leben nicht. Und dann war es auch so, ich kann es niemals verstehen. Ich war so euphorisiert, ich habe so ein Adrenalin gehabt. Ich bin aufgestanden, bin zu Günther ja auch gerannt und habe ihn umarmt vor Freude. Ich kann, also weißt du, in anderen Ländern ist es normal. Wir Deutschen gehen und sagen, guten Tag, Herr Jauch, wie geht es ihm? Und ich gehe ihm hin, weil du bist noch nicht verkabelt. Wenn einer gewinnt, hat er die Ansage, geht zu Günther Jauch. Begrüß ihn, dann schneidet um, dann wirst du verkabelt und dann geht's los. Ich, Günther Jauch, umarmt, habe ihn wahrscheinlich damit schon gekriegt, weil ich mich so gefreut habe. Und damals habe ich noch ganz schlimm Berlinert. Also ich liebe ja Berliner, aber ganz doll. Und dann ging's los. Dann haben wir die Sendung noch zu Ende gespielt, so zwei Drittel der Sendung, weil die Dame früh raus ist. Und da waren wir irgendwie so bei 4.000 Euro bin ich raus. Also heißt, du hast viele Geschichten erzählt. Ja, genau. Damals schon, aber das ging noch schnell. So 4.000 Euro. Dann, das war die dritte Sendung. Das heißt, du sagst, du hast ihn gekriegt durch die Umarmung. Durch das heißt, ihr habt euch gut verstanden. Sehr gut. Gibt es die Folge noch? Ja, ich glaube, bei TV Now kannst du sie gucken. Ja. Ich will, irgendwann ist mein Ziel, vielleicht sagt der RTL, moderiere mal eine Sendung, dann sage ich, gib mir Wer wird Millionär auf meinen Kanal, die Folge. Ja. Die ganzen Einnahmen, die kommen, spende ich für Spendenmarathon oder so. Ja. Ich würde aber gerne dieses noch auf meinem Kanal haben, aber mit die Rechten und allem drumherum. Aber ich bin dran. Und dann waren ja die drei Folgen vorbei. Das heißt, ich bin noch mal eine Woche nach Hause gefahren und wusste, du sitzt auf dem Stuhl gerade bei Jauch und darfst es keinem erzählen. Ja, warte mal, langsam. Also du fängst an mit ihm diese Sendung. Genau, ich bin Kandidat. Wir spielen bis 4.000, auf einmal wieder dieses Horn. Sendung vorbei. Ja. Und das war die dritte Sendung an dem Tag, die aufgezeichnet wurde. Nächste Woche ging es weiter. Nächste Woche wieder da. Okay, eine Woche warten. Eine Woche warten in Berlin. Ja. Wieder mit Schwesterchen hingefahren. So, dann ist es natürlich anders, du bist drauf. Und auch die erste Zeit war schon sehr humoristisch, dass mir viele Backstage, auf einmal waren die alle viel offener. Ja. So waren die bei Ende ein bisschen, da waren sie aber viel, viel offener. Ja. So, dann war ich wieder da. Günther auch mich gleich begrüßt, sagt, oh, lass uns so viel Spaß haben wie beim letzten Mal, das war toll hinter der Bühne. Ich so, sehr, sehr gern. Dann kommen wir raus, spielen. Und in der Folge haben wir es einfach nur geschafft ich weiß es gar nicht mehr. Also wir haben 4 Fragen in der Sendung geschafft. Ja, weil er einfach gequatscht hat. Gequatscht hat. Und normalerweise ist es so, wenn irgendwas passiert und abgesetzt wird, schneidet das RTL raus. Aber bei mir war es so, da war eine Kamera kaputt, aber keine wichtige. Und gesagt, Kamera ist kaputt und dann, wir wissen nicht, wie lange es dauert. Also saß ich da mit Günther Jauch und wir warten. Und da kannst du natürlich da sitzen und nichts machen oder Günther Jauch fragen. Ja klar. Und dann habe ich, das war zu der Zeit, wo gerätselt wurde, ob er Wetten, das übernimmt und so. Und dann habe ich ihn das gefragt, dann haben wir rumgealbert. Dann habe ich natürlich auch Witze auf seinen Nacken gemacht, aber er auch welche auf meinen. Ja. Und wir hatten also auch, es war auch so im Tunnel. Ich war dann mit Günther Jauch und wir haben gespielt und ich liebe Spielen. Und wir haben uns sehr gut verstanden und ich bin ihm auch immer noch dankbar für alles. Ja. Er hat mich danach auch nach Wer wird Millionär zweimal angerufen und erdrückt. 5 Jahre später habe ich jetzt seine E-Mail-Adresse gekriegt und ab und an schreibe ich ihm mal. Ja. Und sage, hey Herr Jauch, hier gucken Sie mal das. Und wenn wir uns auf Events sehen, kommt der immer an. Na ja, Herr Troschke. Also er nennt mich Aaron, ich sage Herr Jauch, so muss es auch sein. Ja. Und grinst, lacht, fragt, wie es mir geht. Ja. Dass wir jetzt jeden Sonntag zusammen brunchen, ist nicht der Fall, muss man sagen. Aber das muss ja auch gar nicht sein. Kann man auch nicht erwarten. Ich finde das total witzig und ich muss sagen, ich habe das jetzt in der kleinen Version. Ist das einer der Gründe, warum ich genau das liebe, was wir auch heute machen. Weißt du, wenn du YouTube machst, das ist ja, wir haben uns, als ich damals mit YouTube angefangen habe, unterhalten, das ist eine ganz witzige Geschichte übrigens, habe ich damals auch gefragt, sag mal hier, so quantitative Optimierung, wie machen wir denn sonst? Wir standen bei uns, haben wir einen XRP gelehnt. Hm? Nee, aber da gab es ja noch nicht. Ich glaube, an der S-Klasse oder G-Klasse gelehnt. Ich so, nee, ja, und guck mal, wie mache ich das denn alles? Guckt Aaron Troschke mich an hier und sagt, aber Junge, machst du einfach mal 2 Jahre YouTube, 100 Videos. Danach brauchst du den ganzen Scheiß nicht mehr. Weißt, wie es geht. Kannst dich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern. Doch, ich glaube schon. So. Jetzt ist es 2 Jahre später. Und natürlich kann ich sagen, du hast recht gehabt. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, diese Formate, Talk-Formate, ermöglichen dir ja, einen Menschen sehr, sehr intensiv kennenzulernen. Das in stimmt. Einer kurzen Zeit. Ne? Die Kameras laufen, du hast eine saubere Konversation, da gibt sich auch jeder Mühe. Ja. Will auch keiner Quatsch erzählen oder will jemand Quatsch erzählen, aber es ist auf jeden Fall immer eine intensive Zeit. Und hinterher kennst du jemanden einfach besser. Und hast ein positives Verhältnis. Das ist natürlich jetzt hier nicht, Wer wird Millionär. Und hast ein positives Verhältnis, weil wenn du Menschen 2-3 Stunden sehr intensiv siehst und dich unterhältst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Verhältnis schlechter wird, schwer. Ja. Ne? Also wir hatten ja schon Podcast bei mir, wir haben ja schon so viel geredet. Yeah. Und deswegen auch, muss man sagen, seitdem ich ja mit dir zu tun habe, hauen mich ja Mercedes-Kollegen an und sagen, Aaron, kannst du mal da was klären und so. Also A ist für mich natürlich das Ansehen, so Aaron hat mit so einer tollen Firma zu tun. Und ich kann aber auch immer sagen, viele fragen ja dann auch, man muss ja sagen, du leitest für mich ein Imperium. Ja?
Das ist für mich, ja, ist nicht der Fall. Aber ich für mich schon. Ich sage immer, ich so einen kleinen Gallierhaufen in Bottrop, ja, die zufällig alle die gleichen verrückten Dinge tun. Blickwinkel, für mich ist es ein Imperium und ich beneide dich kein bisschen. Ich bin aber so, ich weiß nicht so, das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber das ist so gemeint, wenn du jemanden hast, auch Philipp von Hitchi, da habe ich ganz viele PJ und so, Leute, die du kennst, wo du sagst, die machen eine geile Sache, hast du, ich weiß nicht, ob stolz ist das Richtige, aber du guckst ihn an, denkst dir, ich gönn's ihn, ich find's geil, was er macht. Du, da sind aber nicht alle so. Ein guter Freund von mir hat gerade hat ein Geschäft in, ja, NRW und hat gerade mit YouTube angefangen. Und jetzt ist noch nicht jedes Video perfekt geschnitten, nee, und ist noch nicht immer, kriegt alles nicht keine Riesenreichweite und so. Aber ich erwische mich immer, wie ich immer Thumbs up, Kommentar drunter und das feier. Ich weiß ja aus eigener Erfahrung, dass wenn du nicht anfängst, dann kannst du ja nicht an den Punkt kommen, wo du auf einmal so wie du jetzt Millionen Follower hast und der YouTube-Star bist. Ja. Das hat ja mal mit einem Follower angefangen. Das stimmt. Genau, und deshalb stehe ich immer in der ersten Reihe und klatsche und feiere das, wenn jemand was für sich selber tut und was ausprobiert. Du, bin ich komplett bei dir. Und es ist wirklich, dass ich da, ich als Augen, glaubt man schon nicht, bin da aber auch emotional bei, weil es ist natürlich, es bringt einem auch was. Ja, klar. Zum Beispiel, ich habe jetzt eine Agentur, berate Leute, berate und sage immer, ey, Social CEO, guck dir Konstantin von Brabus an. Der macht für mich, also jetzt ohne zu schleimen, du machst dich auch viele Sachen falsch, aber dieses so, absolut, wer zur eigenen Marke, weil man muss jetzt sein, wenn ich dein Moderator wäre, ja, bei Brabus, du sagst, ach, Aaron soll das machen, ich will es nicht. Und ich habe irgendwann eine relevante Reichweite, dann bin ich weg, weil dann bietet mir McDonald's Geld, dann bieten mir Rewe Geld und dann sage ich, okay. Dann also es gibt Konstellationen, in denen das nicht geht, aus 1000 Gründen. Ja. Weil du nicht der richtige Typ aber dafür bist. Aber du könntest ja JP zum Beispiel nehmen. Ja? Als Beispiel, ja, jetzt nichts Böses, JP, liebster Mann, aber er ist ein gutes Beispiel. Ja? Sagen wir mal, JP hätte bei dir angefangen. Irgendwann hat ja jeder Mensch, wenn er Erfolg hat, sagt, oh, ich kann es alleine machen, ich will es irgendwie machen. Und das ist ein Risiko. Genau. Und dann wäre er gegangen und du bist am Arsch. Du hast Zeit investiert. Ja, aber lass mich mal anders einsteigen. Diese ganze Reise, insbesondere so die letzten 3 Jahre, ist deshalb Wahnsinn, weil du ja auf einmal selber... Also weißt du, es ist ja nicht nur, dass Aaron im Car-Talk ist, sondern der Konstantin ist ja auch da. Ja. Ne? Also die Hälfte der Konversation muss ich ja bringen. Ich lerne Menschen kennen, ich komme raus aus meiner Bubble. Und das ist ja der Grund, warum wir auch zum Beispiel das Format Car-Talk machen. Und auch ganz unterschiedliche Gäste immer, ja, da. Das kann man ja sagen, was hat der Aaron mit Brabus zu tun? Was hat Nadina Reit mit Brabus zu tun? So ganz unterschiedliche Gäste, weil ich nicht ich begegne Menschen, und dann habe ich auf meinen Kanälen die Chance, das einfach zu tun und die kennenzulernen. Ja. Dadurch, dass ich das selber mache, bin ich ja so viel näher an diesen Menschen, am Markt, an meinen Kunden und bekomme so viel mehr mit, dass es einen unschätzbaren Wert hat. Und die Variante, jetzt jemanden Fremdes das machen zu lassen, würde für mich nie in Frage kommen. Ja, das ist ja Spaß. Jetzt muss man auch jemand sein, der daran natürlich Spaß hat. Was macht unglaublich Spaß? Das ist ja ein Stück weit so, als ob du eine spannende, was du fährst nach Berlin, hast eine spannende Konversation mit Aaron Troschke und dann nimmt er doch noch eine auf und kannst du dir hinterher nochmal angucken. Ich bin da ticken. Ist doch sensationell. Da ticken wir gleich. Vielleicht harmoniere ich auch. Ich ticke ja mit vielen, also es gibt ja viele Leute, die so wie wir sind, egal in welchem Ecke du bist, ja. Man muss jetzt auch sagen, wenn es jetzt ein Mädel gibt, was Onlyfans macht und da ihr Business durchzieht und das Mindset hat, man muss sagen, das beste Beispiel, die beste, zuverlässigste, größte, respektabelste Geschäftsfrau, die ich mitkenne, ist Michaela Schäfer. Jetzt denkt jeder, die Kleine, die sich immer nackt zeigt und so, aber jetzt, wenn wir das mal ausblenden, wie sie ihren Job perfektioniert hat, wie sie ihr Geld macht, was sie mit ihrem Geld macht, sag ich mal, ey Mika, du bist eine Maschine. Du, es gibt so viele verschiedene Menschen mit so vielen verschiedenen Geschichten. Man muss nicht alles mögen, man muss auch nicht auf alles stehen. Richtig. Aber wenn du Menschen begegnest, und ich habe ja das Glück zum Beispiel auf internationalen Messen, triffst ja alle möglichen Arten von Menschen. Und jetzt ist natürlich deine Aufgabe, als jemand, der auch was verkaufen will, erstmal offen auf diese Menschen zuzugehen. Häufig erlebst du Überraschungen, dass jemand dann auf den Messestand kam, wo du gesagt hast, oh ne, komm, ey, das muss ich mir jetzt echt nicht antun. Und 3 Stunden später stehst du da, hast immer noch eine Konversation. Und der kauft ein Auto. Und er oder sie kauft was und es wird eine tolle Beziehung. Ja, bin ich bei dir. Das ist übrigens auch dieser typische Shot von Berlin Tag und Nacht. U2 fährt rein, Schnittbild. Ja? Ich finde diese Trassen, die so hochgelegt laufen, ja, einfach total, ja, schön. Also Berlin Tag und Nacht findet ihr nicht schön, die Optik. Ja, das ist wirklich, ist auch eine sehr tolle Gegend hier. Sind wir gleich da, wo ich hin will, weil ich habe ja noch ein bisschen Hunger mitgebracht. Ja. Und ich glaube, noch kein Mensch hat in so einem Auto, ist damit in den Drive-In gefahren bei McDonald's. Ich habe nämlich Bock auf Meckes. Hast du auch Bock auf deinen schönen Vanille-Shake? Ja, habe ich. Ja, natürlich habe ich Bock auf Meckes. Schön Chicken, aber ich muss Chicken McNuggets und süßer aus. Hallo. Willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte.
Wir hätten gerne die McPlant Nuggets 20er. Dann hätten wir gerne die normalen Nuggets 20er. Immer Süß-Sauer-Soße, alles durchballern, oder? Immer extra Soße, bitte. Und immer noch viermal extra Süß-Sauer, weil Süß-Sauer kann man nicht zu wenig haben. Und dann nehmen wir noch zwei Big Macs. Und noch eine Apfeltasche für den Cedric hinten, weil der will was Süßes. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. So, komm jetzt. Wir haben wieder eine Wucht, da stellen wir uns einmal rein und essen schnell. So, wir haben es geschafft, Aaron. Und es ist außer, dass Aaron zwischen den Beinen ein bisschen Salat auf dem Sitz verteilt hat. Vollkommen okay. Ist alles gut. So, du hast ja vorhin gesagt, nach Wer wird Millionär ging es eigentlich richtig los mit Medien, mit Fernsehen, mit YouTube. Ja. Was ist passiert? Relativ schnell nach Wer wird Millionär war ich, weil ich der lustige Berliner Kioskbesitzer bin, so von allen der Liebling, und war dann auch bei Lanz. Sehr oft. Man muss sagen, dadurch hat sich beim... Sehr oft? Sehr, zwei, dreimal. Dadurch hat sich aber auch bei mir und Markus Lanz und besonders bei seinem Partner, aber dem Markus Heidemanns, eine sehr gute Freundschaft entwickelt. Und jetzt haben wir zusammen eine Produktionsfirma, 10 Jahre später, für Online-Content. Und das ist eben das Tolle, wenn ich jetzt produziere, habe ich Zugriff auf die Studios von dem. Und irgendwann hatte ich mal eine Join-Sendung, Marvin auch und alles. Und da war dann unser Studio neben dem Lanz-Studio. Was ich höre ja immer so auf... klar, ich höre dir zu, wie du Geschichten erzählst, aber gleichzeitig habe ich natürlich beim Car Talk immer wieder Fragen. Gäste, die insbesondere mit Unternehmertum zu tun haben. Ja. Und das ist heute auch wieder, Leute, ganz ehrlich, es ist so sensationell. Bitte hört nicht nur die Geschichten, hört euch nicht nur die Geschichten an, versucht da reinzuhören und holt euch die Zutaten daraus. Ja. Denn was ich jetzt wieder raushöre, also wir haben einen Schritt in die Selbstständigkeit haben wir gehabt, einfach mal machen, ich sag mal, Unternehmertum ist eine Aktivität, kein Zustand, haben wir vorhin auch wieder gehört. Und jetzt sagst du, da hörst du ja so schnell dran vorbei. Dieses, hey, ich war da ganz viel bei Markus Lanz und heute habe ich mit ihm gemeinsam eine Produktionsfirma für Online-Content. Mit dem Heidemann. So, dazu musst du eine Beziehung zu diesem Menschen aufbauen. Genau. Da ist der liebe Aaron ein, zwei, dreimal in so einer Sendung und hat dann einen Freund gewonnen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ist also du bist so ein kleiner Menschenfänger, ne? Ja, ne, bei Markus Heidemanns war es dann eben so, der fand mich auch ganz sympathisch und wir kamen gut klar. Und dann hat er mich zu sich nach Hause eingeladen, da und haben wir zusammen Fußball geguckt. Das war so ein Deutschland-Schweden-Spiel. Da hat Deutschland 4-0 gegen Schweden geführt und hat am Ende noch 4-4 unentschieden gespielt. Das war so ein Jahrhundertspiel. Und Jahre später sagt er, komm, lass mal, ich habe deine Online-Produktion, helf mir mal, haben wir gemacht. Und dann sagt er, komm, Produktionsfirma. Und jetzt ist natürlich nichts Tolleres, als wenn du als Medienschaffner einen Freund hast, der Studios hat, du rufst an, sagst, ich brauche ein Studio und die Antwort ist, nicht, ich muss noch mit dem anderen reden, weil ihm gehören 100%. Der sagt, machen wir. Also ich habe mir auch jetzt dieses Jahr vorgenommen, jede Woche eine neue Person kennenzulernen. Ja. Man hat immer irgendein Verhältnis und redet dann zusammen und macht was zusammen und dadurch habe ich das jetzt, aber wieder den Sprung zurück, dann war ich ein paar Mal beim Lanz, dann war ich hier, da, überall und ganz oft saß ich nach Wer wird Millionär mit wirklich großen Produktionsfirmen zusammen, die mir immer gesagt haben, wer ich bin. Aaron, du bist doch so und so, das haben wir mitgekriegt. Und also heißt die Positionierung für dich... Die komplett an mir vorbei war. Die aufdrücken wollten. Komplett was jedes haben Mal. Was waren diese Positionierungen, die Medienfirmen sich für dich ausgedacht haben? Aaron, du bist doch Single, komm, wir machen eine Dating-Show, habe ich gar keinen Bock drauf. Und also das war so, guck, wir würden mit dir eine News-Sendung machen. Nee, will ich auch nicht. Mhm. Und dann hat irgendwann das Telefon im Kiosk geklingelt, da war die Sony-Spaßgesellschaft dran, die gesagt hat, komm, Aaron, wir machen YouTube mit dir. Dann habe ich mich mit denen getroffen, meinte so, ja, weil ich es gewohnt bin, was machen wir? Und dann hat der Felix damals und der Luca mich angeguckt und meinen, Aaron, was willst du denn machen? Und das war das erste Mal, wo mich jemand gefragt hat, was willst du denn machen? Ich lass mal das und das. Und dann habe ich mit YouTube angefangen und es war die beste Entscheidung nach Wer wird Millionär und vielen Privaten, die ich hatte. Weißt du noch, wann du dein erstes YouTube-Video hochgeladen hast? Ne, das war ja auch so wild, weil zwischendurch war ich noch in der Moderationsschule bei Axel Springer von Frank Elzner. Der hat mir das Sprechen beigebracht. Und irgendwann hieß es, ey, wir machen jetzt auch YouTube. Und da habe ich gesagt, ey Leute, kann ich nicht. Frank, tut mir leid, aber ich habe ja schon bei der Sony unterschrieben. Und das wusstest du, als ich hier angefangen habe. Ja, dann musst du dich, also Frank hat dann so nett gesagt, Aaron, dann musst du dich leider anscheinend hier oder bei Sony. Und dann ruft mich Frank Elzner, Legende. Ja, dachte ich, okay, bleibst du bei Frank. Dann ruft mich die Sony und sagt, Aaron, geht jetzt los. Erster Interviewgast, Bud Spencer. Meine Kindheitslegende. Und dann habe ich gesagt, tschüss Frank. Und mein erstes Video war mit Bud Spencer. Und, ist ja Italiener, ne? Italiener, ja. Erster Olympiateilnehmer. Er hat ganz lange den Rekord über 100 Meter Brustschwimmen in Italien gehalten. Sportskanone. Ja. Und jetzt demnächst, so wie es aussieht, mache ich demnächst auch ein Video noch mit Terence Hill. Dann habe ich alles erreicht. Manchmal überlege ich auch, erstes Video über Spencer, wie schön wäre es, wenn das letzte Terence Hill wäre. Aber dafür habe ich noch zu sehr Spaß. Boah, dann lieber Aaron, dafür bist du zu jung. Ja, aber dann nehme ich irgendwas auf, was ich später sehen kann. Ah. Weißt du, das nehme ich auf. Und dann einmal, wo Terence Hill sagt, ey Leute, erstes Video war mit Bud Spencer, das letzte mache ich zu. Das war's auf Herr Aaron. Tschüss. Wie geil.
Wie war das? Bud Spencer zu treffen. Ich war nervös, aufgeregt. Ein bisschen desillusionierend, weil Bud Spencers Sohn hat mir damals die Tür aufgemacht und der war schon so alt wie mein Papa. Ja. Und wenn du denkst, boah, der macht einen Mann auf, der sehr alt ist, und es ist der Sohn von Bud Spencer. Bud Spencer war sehr alt, aber immer noch eine imposante Persönlichkeit. Es gibt so Persönlichkeiten, Bud Spencer eben so, Dwayne Johnson habe ich zweimal treffen dürfen, der kommt rein, du bist verliebt, würdest ihm Geldkarte geben, Handy, alles, weil es tolle Leute sind. Mhm. Und das hatte ich bei Bud Spencer und auch bei Dwayne Johnson sogar, muss ich sagen, noch mehr. Der Typ ist unglaublich. Also dann habe ich mit Sony angefangen mit YouTube und die haben gesagt, mach was du willst. Und ich habe ja große Idole gehabt, Günther Jauch, Oliver Pocher, kann man filmen, wie man will, ich feiere ihn, Stefan Raab. Ja. Und auch jetzt Jahre später habe ich ja die legendäre TV-Total-Stimme bei mir im Team. Der spricht ja alle meine Sachen. Ja. Der spricht TV-Total und mich. Und dann habe ich zum Glück meinen Timo kennengelernt. Der ist mein Kameramann für alles, hast du ja auch schon kennengelernt. Klar. Und wir sind seit 10 Jahren ein Team. Hieß das von Anfang an Hey Aaron? Ja, der Kanal, den die Sony gemacht hat, Hey Aaron. Wie seid ihr drauf gekommen? Es gab früher Hey Arnold, so eine Kindersendung. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich würde Hey Aaron, nee, der Luca hat gesagt, nenn es doch Hey Aaron. Ich so, ja. Passt mit einem Namen, finde ich rund. Und ich habe los. Und losgelegt. Wann mit Timo. War das? Ja, das war 2013. Ach, Wahnsinn, ne? Das fing aber dieses Jahr, gerade war genau gerade richtig. Gerade war wirklich genau richtig. In 2 Monaten habe ich dann auch 10-Jähriges auf YouTube. Tatsächlich? Ja. Ach, machst du was? Nee, ich hatte letztes Jahr 10-Jähriges Wer wird Millionär, jetzt 10 Jahre YouTube. Dann mach doch was. Ja, ich überlege auch was, aber es muss dann groß sein. In oder, ach so, nee, eine Party, oh, teuer, ja, teuer. Oh ja. Ich würde ein Auto mitbringen. Ich lade alle zu McDonald's ein. Aber auf jeden Fall. Und nächstes Jahr habe ich 10 Jahre Promi-BB. Da ist ja auch, ich habe ja danach nochmal bei Promi Big Brother mitgemacht. Stimmt, da war was. Ja. Wie, und jetzt, stopp. Wie ging das denn? Na, da, nach Wer wird Millionär haben dich ja die TV-Leute trotzdem auf dem Schirm gehabt. Also dann haben dich so einmal durch den Zirkus. Und na, dann haben sie angerufen und gesagt, ey, willst du da mitmachen? Und man kann jetzt sagen, was man will. Jürgen Slatko, damals in meiner Jugend, ich habe Big Brother geliebt und tue es immer noch. Ja. Und habe dann sofort ja gesagt, ich mache mit. Die Gage war gut. Ich habe da so viel verdient wie mein Vater, der den seriösen Altenpfleger, den tollsten Beruf der Welt hat. Habe ich das verdient in 3 Wochen, was er im Jahr verdient. Also darüber brauchen wir noch gar nicht reden, dass ich da sage, mache ich mit. Plus, ich habe da ja auch Gott sei Dank gewonnen, 100.000, die musste ich aber versteuern. Du hast, du hast Promi Big Brother gewonnen. Ja. Hm. Im Finale gegen Paul Janke, Claudia Effenberg und Michael Wendler. Wer war mit drin alles? Paul Janke, der Bachelor, der Ur-Bachelor. Ja. Michael Wendler, dann Claudia Effenberg, die ich sehr zu schätzen gelernt habe. Und eine Person, die sehr umstritten ist, aber ich sie sehr interessant fand, Ronald Schill, ehemaliger Bürgermeister von Hamburg. Wegen dem ist ja die Polizei jetzt blau und nicht mehr grün. Okay. Und der war ein Politiker, alles. Und wenn der da in so einem Haus dir erzählt, wo nur Langeweile ist über seine Geschichte, sind mal schnell 1-2 Tage weg. Und das finde ich sehr schön. Da sieht man wieder, dass ich fast überhaupt kein Fernsehen schaue. Ist nicht schlimm. Fun Fact hier ist Axel Springer. Bild kann man finden, wie man will. Aber der Axel Springer, der hat damals sein Gebäude an die Mauergrenze gebaut zum Osten, weil er gesagt hat, irgendwann wird Berlin wiedervereinigt und dann will ich in der Mitte sein. Die Wiedervereinigung hat er leider nicht erlebt, aber er hat sein Gebäude an die Grenze sehr nah rangebaut, so nah wie es ging. Ultimativ recht behalten. Recht behalten, hat dann die ersten Leuchttafeln aufgestellt, um auch News in die DDR zu zeigen, weil das Haus so groß war. Dann hat die DDR die Hochhäuser, die im Osten sind, so gebaut, die sind eigentlich so gebaut, dass du im Osten aus keinem Winkel das Springer-Gebäude sehen kannst, um dass man den Fluchtgedanken nicht schürt. Und deswegen hat die DDR dann einen Plattenbauten hochgezogen. Ja, und dann Promi Big Brother gewonnen, du guckst nicht viel Fernsehen, war eine schöne Erfahrung. Aber auch da wieder, Aftershow-Party, Finale, ich habe gewonnen, alle waren nett. Aber Rainer Lauchs, der Producer ist seit Jahren, auch Jürgen Slatko schon gemacht hat, immer noch sehr viele Formate, ist durch dieses Format einer meiner engsten Leute geworden. Wenn ich TV-mäßig was mache, frage ich Marc Rasmus, den Kabel-1-Chef, weil ich mit dem ein tolles Verhältnis habe, Rainer Lauchs und Markus Heidemanns. Frage ich immer, die alten Hasen, was sagst du dazu, was sagst du dazu? Und da kam schon mal, werde ich nie vergessen, habe ich bei einem Sender was moderiert und Rainer ruft mich danach und sagt, oh, was moderierst du da für eine Scheiße, warum hast du mich nicht gefragt? Und ich dann so, ja Mann, und noch damals voll jung, was soll ich denn machen? Und er so, ja, lass dich krank schreiben. Lass dich krank schreiben. Aber ich habe es weiter durchgezogen, weil gehört auch dazu. Aber es ist eben toll, wenn du immer jemanden hast, der dir Feedback gibt. Ja klar, musst du haben. Ja. Musst du haben. Also wenn ich heute nicht befreundete Unternehmer hätte, verschiedene Kreise, wo du wirklich ehrliches, uneigennütziges und sehr direktes Feedback bekommst, von Leuten, die gar nicht nötig haben, sich einzuschleimen. Genau, perfekt. Dann hätte ich ein richtiges Problem. Ja, weil die erden dich natürlich und sagen dir ganz klar,
wo du richtig liegst und sagen dir aber auch ganz klar, wo du falsch bist. Bei mir ist es so, ich habe ja bei mir im Team, Herr Aaron Team ist ja groß, den Marvin. Und immer wenn ich, ja, wir teilen uns die Mitarbeiter. Wir sind eigentlich Geschäftspartner, aber alles läuft ein bisschen auf meinen Namen. Und immer wenn ich Probleme mit einem Mitarbeiter habe, ich will ein guter Chef sein, sage ich, ey Marvin, guck mal, jetzt ist das passiert, ich habe so und so reagiert. Was sagst du? Gibt es ein Feedback? Und wenn wir beide der gleichen Meinung sind, sage ich mir, okay, dann habe ich doch alles richtig gemacht. Weil dich kann nicht die Meinung von ihm interessieren, weil wenn du es allen recht machst, machst du am Ende gar kein Recht. Ich meine, das weißt du natürlich, insbesondere je mehr die Öffentlichkeit sich dafür interessiert, was du tust, desto weniger darfst du dich eigentlich an den diversen Meinungen orientieren. Weil es immer irgendwie jemanden gibt, der sagt, jetzt hat der Aaron aber da... Da hat er über die Stränge geschlagen, da war er aber, sah er aber doof aus, da hat er irgendwas Falsches gesagt. Und dann ist es auf jeden Fall so bei Herr Aaron, weil ich Venusmesse laut und alles drumherum hatte, 2, 3 Werbepartner, aber die Sony hatte das bezahlt. Und irgendwann habe ich mich von der Sony getrennt, weil meine Ansprechpartnerin und Partner weg waren. Und dann musste ich mich doch mit damals für mich und Schweine viel Geld und mein Geschäftspartner Timo für 80.000 rauskaufen. Ja. Und dann haben wir richtig losgelegt. Dann war mein Glück, dass die Berliner Polizei Videos mit mir machen wollte. Dieses Praktikum. Wieso wollte die Polizei aus Berlin mit dir Videos sehen? Also es war so, ich fand ja immer bei Oliver Pocher, Rente Pocher geil, Praktikumsformat. Habe ich gesagt, machen wir jetzt auch. Und die Berliner Polizei, warum, weiß ich gar nicht. Die haben vielleicht damals auch noch nicht so viel Ahnung von Social Media gehabt. Aber die waren mutig. Ich habe denen gesagt, ey Leute, ich weiß, ich mache auf meinem Kanal viele Dummheiten und so, aber ich werde euch nicht lächerlich machen. Wir werden tolle Videos machen. Darauf gebe ich meinen Namen. Und damals der Social Media Manager Benny, dem habe ich die Hand gegeben, habe ihm versprochen, dass ich niemals was machen werde, was der Polizei schadet. Klar habe ich gesagt, ich mache Witze. Ja, und die Witze müsst ihr abkönnen. Aber ich werde nichts machen. Und seitdem habe ich ein tolles Verhältnis zur Berliner Polizei. Und dann waren für die anderen Werbekunden, wart mal. Die Berliner Polizei, das strengste Unternehmen mit in Berlin und so, arbeitet mit Troschke. Aha, kann man vielleicht was machen. Zweites Glück war, Disney hat Marvel gekauft und Star Wars. Mhm. Disney brauchte eine große Männerzielgruppe. Aaron hat Männerzielgruppe. Ja. 2 Kampagnen mit denen gemacht, fast zum Nullwert. Wer schaut deine Videos? Ich habe mittlerweile, also ich würde sagen 70% Männer im Alter zwischen, früher war es jünger, jetzt ist es glaube ich so 20 bis 40. Ja. Kaufstark, muss man sagen. Nicht so wie, und die Frauen auch im gleichen Alter. Die werden mit mir mit alt oder gucken früher runter. Also das ist ganz rund. Du bist ja auf diversen Kanälen präsent inzwischen. Wie groß ist Hey Aaron heute? Hey Aaron ist so, am Anfang habe ich mit Timo angefangen, wir waren zu zweit. Dann hatte ich ja die Agentur nebenbei, da hatten wir auch mal 20 Leute, dann haben wir einen Exit gemacht. Dann alles drumherum, das ist nochmal, glaube ich, ein Video fast für sich. Aber Hey Aaron ist mittlerweile 8 Leute festangestellt, wo die für meine Kanäle zuständig sind und die von Marvin. Ja. YouTube, Instagram, TikTok und alles bespielen. Dann habe ich jetzt wieder eine neue Agentur, da sind wir, ich glaube, 7. Und dann habe ich noch so eine, die sich um meine Immobilien kümmert, weil ich habe mein Geld immer in Beton gesteckt. Macht dir das noch so viel Spaß wie am Anfang? Es gibt nichts Schöneres. Also die Videos, am Montag war ich einen Tag Bestatter und habe wirklich Verstorbene eingekleidet, Totenhemd angezogen und sowas. Kurz eine Sache muss ich zeigen, hier ist der schlimmste Ort der Welt, hier ist mein Fitnesscenter. Hier werde ich immer gequält und ich will Julia einmal sagen, hier bei Get Impuls, dass ich sie hasse und ich bin richtig sauer auf sie, weil sie immer echt gemeine Übungen mit mir macht. Deine Trainerin? Ja. Ei. Und auch nicht mit sich diskutieren lässt, was mich noch saurer macht. Wie ist das Thema Praktikum entstanden? Also das, da muss man dazu sagen, für alle, die zuschauen, innerhalb des Kanals Herr Aaron gibt es ja ein Subformat, ja. Ne? Ein Format oder Unterformat, das heißt das Praktikum. Genau. Und du bist immer wieder bei ganz viel, vollkommen unterschiedlichen Unternehmen, läufst mal ein, 2 Tage mit. Ja. Und da kann ich sagen, also erstmal A, wie ich darauf gekommen bin, Rente Pocher nachgemacht, Olli Pocher hält von mir. Ja. Habe ich ihn gefeiert. Ja, gut, nachgemacht, ich würde es, ist eine saubere Inspiration. Ja. Du machst ja schon inzwischen dein ganz eigenes. Genau, die Geschichte ist etwa die gleiche, aber der Erzähler ist ein anderer. Und deswegen liebe ich es. Ich muss ja sagen, das ist ja dieses Praktikumsformat und deswegen macht es mir Spaß. Es ist von, ich bin bei Dildo King bis bei Brabus. Überleg dir diese Spannbreite. Ja, du siehst ja alles. Was gibt dir das? Es ist einfach schön. Es ist schön, du hast mit tollen Leuten zu tun. Du kommst in ganz andere Kosmos rein. Ich bin ja kein krasser Autofan, ich bin aber Konstantin-Fan, sage ich auch ehrlich. Und dementsprechend, ich habe mit Autos nichts zu tun. Jetzt kann ich aber mit Leuten reden mit Brabus und kann auch ein paar Sachen erzählen und sagen, guck mal hier. Und du kommst rein. Letztens war ich bei dem Kollegen von Steel Buddies, bei dem Michael. Auch geil. Das ist eben, du hast jeden Tag was anderes auf dem Tisch. Und das ist es so toll. Und deswegen ist auch mein Team bei mir. Jetzt kann man erzählen, die werden es hassen. Anni, kennst du ja? Hm? Anni? Eltern haben richtig krasses Unternehmen, aber sie ist bei mir, weil es so wild ist. Olivias Eltern haben Unternehmen, wo 200 Leute angestellt sind. Ich weiß nicht, warum sie bei mir ist, aber sie sind da, weil wir einfach ein geiles Team sind, weil wir Spaß haben. Ist das, was dir deine Energie gibt oder was ist dein Benzin? Das ist, also mein Benzin ist mein Privatleben.
Das halte ich ja komplett raus. Das ist mir auch ganz wichtig. Das ist mein Erdungspunkt. Aber auf Arbeit ist eben dieses Praktikumsformat. Ich hatte eine Zeit lang ein Quizformat, wo wir 13 Fragen gestellt kriegen und dann buzzern müssen. Ja. So war es alles. Das macht mir macht Quizformat? Meine, ja, Quiz. Verstanden. Quizformat. Ja, Quizformat könnten wir beide jetzt starten. Aber, nein, das machen wir nicht. Aber das ist eben, das macht mir so viel Spaß und meine Arbeit macht mir insgesamt Spaß. Ich produziere auch viele Kanäle, wo keiner weiß, dass mein Team hintersteckt. Und dann ist es für mich, es gibt nichts Schöneres, Marvin kann man offiziell ja sagen, wenn bei Marvin ein Video durch die Decke geht, wo ich als Redakteur hinter der Kamera sitze. Bei der Produktionsfirma, es gibt nichts Geileres, wenn wir Formate machen, wo ich hinter der Kamera bin. Also ich bin eben dieses so, ich brauche gar nicht mehr so doll diesen Applaus, sondern ich brauche einfach nur Spaß und klar, weißt du, mein Mehrfamilienhaus ist meine Rente, ich bin da jetzt safe und dadurch habe ich auch eine gewisse Ruhe mit reingekriegt. Das ist interessant, dass du das sagst, ich brauche keinen Applaus, kann ich total. Das löst bei mir eine große Resonanz aus. Die Frage ist ja, wofür machst du das? Ne? Natürlich, ohne dass sich YouTube-Videos jemand anschaut, wäre es irgendwie blöd. Ja. Ich kann aber total nachvollziehen, dass du sagst, du machst es für dich selber und um das zu tun. Ja. Ne? Dass es dann aufgezeichnet wird, ist ein guter Grund, um es zu tun. Aber am Ende ist das ja, wenn du ein Praktikum machst, zum Beispiel bei Braus anderthalb Tage, ja, dann ist das ja eine coole Erfahrung. Es ist eine coole Erfahrung. Ich habe dich kennengelernt. Ich weiß, wo ich mich bewerbe, wenn ich mal arbeitslos bin. Beim Statter, nicht bei dir. Nein, aber das ist, also es sind einfach diese Leute mitzunehmen. Das ist eben ganz toll. Und warum ich das Ganze mache und warum ich es noch lange machen werde, ist natürlich, ich hatte früher mal ganz tolle Zukunftsängste. Ganz ja? Toll. Ja, ja, okay. Ganz schlimm. Weil dann auch immer mehr Mitarbeiter, immer mehr Druck. Du kommst rein, musst dann wieder einstellen, neues Projekt und alles. Ich berate ja super viel. Ich berate Fernsehsender. Ich berate Medienhäuser. Ich berate Privatpersonen. Ja. Und das mache ich ja alles hinter der Kamera. Du brauchst wieder jemanden, der den Kunden betreut. Das, das, das. Und dann hast du nun mal auch echt krasse Zukunftsängste. Und dann ist es bei mir so, dass nach der Immobilie war ich entspannt. Okay, du hast jetzt die Immobilie, du bist entspannt. Jetzt ist es aber so, jetzt bin ich mittlerweile so groß. Herr Aaron, 8 Leute. Und die haben alle einen Job, der Spaß macht. Die verdienen alle gutes Geld. Und ich mag alle vom Herzen. Ja. Und jetzt ist der Druck da. Ich will, dass alle weiter das machen können, was Spaß macht. Ja. Und dementsprechend mache ich jetzt weiter, weil es mir natürlich Spaß macht, aber gar nicht so finanziell. Trotzdem sage ich, ey, denn wie der Joker bei Batman sagt, wenn du was gut kannst, mach's nicht umsonst. Natürlich das Team. Das Team ist einfach so toll. Als ich jetzt den Achillessehnenriss hatte, mein ganzes Team hat mich zum Arzt gefahren, war erreichbar. Alles drumherum. Hm. Ich kann nicht kochen. Letztens habe ich jemanden aus dem Team angerufen, weil ich gefragt habe, wie man Nudeln macht. Das Nudeln. Ist eben toll. Okay, das ist cool. Wie man irgendwie Cordon Bleu macht oder wie man, keine Ahnung. Nudeln. Einfach Sushi nur Nudeln. Einfach nur Nudeln. Und das kann ich nicht. Und deswegen, ich mache es wirklich alles von Herzen gern. Es gibt Tage, wo ich sage, ich schmeiße hin, ich habe keinen Bock mehr. Aber das sind vielleicht 10%. So, wenn es die nicht gäbe, dann wird es ja auch jeder machen. Ja, ich finde es auch geil, voll auf die Schnauze zu legen. Also so mal einen Fehler zu machen. Ich habe ja ganz oft, ich habe Geld bei Krypto verbrannt. Ganz oft Sachen. Also wenn du mal auch wieder so einen Dämpfer kriegst, tut es dir ganz gut. So eine Ordnungsschelle, jetzt nicht gewalttätig, aber... Und wenn du nichts Neues ausprobierst, dann kann auch nichts schieflaufen. Ja. Und es gibt so ein paar Fehler, die sollte man nicht machen. Ja. Es gibt so Dinge, die tun richtig weh. Aber... Fehler machen gehört dazu. Gehört dazu, aber natürlich, man freut sich auch eben immer wieder drüber, wenn man die Fehler gemacht hat und dann vielleicht ein bisschen demütiger ist. Und ich muss persönlich eben auch sagen, dass auch da wieder zum Praktikum ist, Bestatter jetzt am Montag, weil es gerade bei mir so im Kopf ist, die Leute, die da arbeiten, ist der tollste, also wirklich, ist ein logistischer Beruf, was ich nie gedacht hätte. Weil natürlich, wenn da 10 Leute, wo kannst du die kühlen? Und also es ist wirklich krass, aber die Leute, die das machen mit der Einfühlsamkeit, wo ich eben auch war in dem Unternehmen, das ist toll. Ja. Und das erdet dich natürlich auch wieder, wenn ich dann mal rumsitze und sage, boah, ich bin jetzt voll abgefuckt, weil ich habe nur 3 VIP-Karten bei Hertha gekriegt und nicht 5. Ist das, weißt du, ist ja so. Klar. Dann denke ich mir so, nee, guck mal, du hast keinen, ich habe keine Probleme. Ich habe persönlich keine Probleme. Und alles, was mich gerade stört, ist so, Aaron, das kannst du nicht als Problem betiteln. Hm. Weil das ist so für die anderen Menschen, die sagen, ich wäre froh, wenn ich so ein Problem habe. Hm. Mich stört es zwar, aber ich habe keine Probleme. Wie geht's weiter mit Herr Aaron? Ja, ich gesagt mal so, bis 40 mache ich noch durch, 7 Jahre. Ja. Und dann gucken wir mal. Ich würde gern mehr hinter der Kamera noch machen. Mhm. Ich würde gern noch ein paar Sachen größer machen. So gerne mit Markus Heidemanns ein paar große Sachen produzieren. Und sonst ist das Wichtigste einfach Spaß haben. So einen schönen Tag mit dir erleben wie heute. Das ist doch schön, ne? Ja, es war, ey, das war Arbeit. Das ist 3-4 Stunden. Arbeit. Das war Arbeit. Das war Wahnsinn. Darf man gar keinem erzählen. Das ist 3-4 Stunden unterwegs gewesen. Und das ist eben, mir das erhalten, Privatleben weiterhin unendlich glücklich bleiben, sein, vielleicht noch werden, noch ein bisschen mehr, aber da geht schon alles. Aber wenn es so läuft, ich sage ja auch immer ganz oft zu meinem Team, ey, guck mal, wir brauchen das und das an Umsatz, dass alles bezahlt ist. Und wenn wir das haben, bin ich schon mal glücklich. Mhm. Viele sagen immer, ey, wir müssen dieses Jahr 10% mehr machen. Klar, kann ich auch bei vielen verstehen, auch wenn ich im Kiosk sage, ey, mehr Umsatz oder so. Aber ich sage erstmal, ich will es mal alle Mitarbeiter safe bezahlen und dann Leute,
dann haben wir alle einen Job und haben Geld verdient. Und alle verdienen auch gutes Geld. Mal ein gutes Jahr und mal ein schlechtes Jahr und mal wieder ein besseres Jahr. Ja. Und es kann auch, wenn du, da gibt es einen schönen Spruch, wenn du nicht weißt, wenn du keine schlechten Jahre hast, weißt du nicht, dass die guten Jahre gute sind. Ist auch so. Ne? Das ist es. Und deswegen noch ein paar Mal bei Brabus Praktikum machen. Weißt du? Dann, musst du mir, dann ist die Frage, wann ich hier mein schönes Auto abholen. Ich muss ja auf jeden Fall noch mal bei dir fahren. Ja, 10-jähriges YouTube-Jubiläum, ne, ja. Aaron? Also. Ich muss bald noch mal. Müsstest mal eine Party machen, ja, vielleicht. Aaron, als letztes machen wir am Ende jedes Car Talks immer Pedal to the Metal. Heißt, Cedric stellt uns Fragen und wir antworten sofort, okay, mit dem, was wir lieber mögen. Okay. Insofern, Cedric, are you ready? Ja. Pedal to the Metal, let's go. Museum oder Stadion? Stadion? Stadion. McDonald's oder Burger King? McDonald's. McDonald's. Bruce Lee oder Chuck Norris? Boah. Bruce Lee. Das war auch so. Also das mit schnell klappt gut. Chuck Norris Witze so auf, ja, jeden Fall. Ja, aber ne? Bruce Lee ist einfach Legende. Wie viele Liegestützen macht Chuck Norris? Alle. Ja, siehst du, guck mal. Chuck Norris. Halloween oder Karneval? In Berlin sagen wir Fasching. Also Halloween. Schon Karneval. Kannst du auf Ruhrgebiet ganz nicht kommen ohne Karnevalsfeier. Aliens existieren, ja oder nein? Ja. Wow. Hast du wow gesagt oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Das Team hat sich wieder selbst übertroffen mit den Fragen heute. Aliens existieren, ja oder nein? Gut, ja. Ich bin ja mit Aaron unterwegs, insofern ja. Ja, es gibt's die. Neubau oder Altbau? Altbau. Neubau. Puzzeln oder Fernsehen? Fernsehen, obwohl ja, Puzzeln echt geil ist. Ja, wenn ich dann so abends nach Hause komme, dann auch mal Puzzeln im Fernsehen. Venus oder Gamescom? Die Frage ist für mich, Cedric, danke. Ich sag ganz klar Venus. Ich sag Gamescom. Tatsächlich, ich schaff's nicht, ne? PlayStation spielen schaffe ich nicht so oft, aber ich habe ja früher richtig kompetitiv Quake 2 und Unreal Tournament gezockt. Und seitdem so, ich habe auch so umgehen gelernt mit Computern. Ne, wir haben uns eigene Wasserkühlung gebaut, die Dinger übertaktet. Komplett, dann, und das sind so Netzwerkpartys mit so T-Steckern. Ja. Und wenn einer zum Klo gegangen ist und ist über die Leitung gestolpert, sind alle rausgeflogen. Ja. Haben erstmal alle nur Stadtbild gehabt. Counter-Strike damals. Counter-Strike war stark. Also, mache ich heute noch gerne, schaffe ich aber natürlich überhaupt nicht. Insofern, Gamescom. Intelligenz oder Schönheit? Intelligenz. Puh, nee, so ganz ehrlich, in den Balls. Also komme ich nicht. Ja, klar. Das eine oder das andere. Nee, geht ja nicht ums Heiraten, weißt du, aber ich. Ja, na, schon. Also, ich unterhalte mich lieber mit einem schönen mit einem intelligenten Menschen als mit einem schönen. Ja, auch beides irgendwie so. Also, Konstantin versucht politisch korrekt zu sein. Nein, nicht politisch korrekt, sondern so das eine. Also, wenn du einen wirklich hübschen Menschen triffst, der aber dumm ist, es ist irgendwie unattraktiv. Und wenn du einen intelligenten, der nicht so hübsch ist, dann ist arbeitest auch, du für Brabus. Beides. Gut. Dschungel oder Wüste? Dschungel. Die letzte Frage. Stadtleben oder Landleben? Landleben. Stadtleben. Danke euch. Perfekt. Vielen Dank, Aaron. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Thank you guys for watching. If you enjoyed this video, then don't forget to give it a thumbs up, subscribe to our channel, hit the bell, and maybe share it with a few friends who are not yet part of the Brabus community. And I'll see you in the next video.